sind Mara und Luca von Zugpferd und wir zeigen euch heute, wie ihr so schöne T-Shirts selber färben könnt. Viel Spaß! Damit die Farbe gut auf den T-Shirts hält, müsst ihr sie vorher beizen und dazu mischt ihr Wasser und Essig in einem Verhältnis von 6:1, also 6 Teile Wasser und 1 Teil Essig. Und darin kocht ihr die T-Shirts dann für eine halbe Stunde. Für die gelbe Farbe macht ihr in den Topf 2 Esslöffel Kurkuma. Und lasst das Ganze dann für ungefähr 20 Minuten köcheln. Für die rote Farbe schneidet ihr erstmal die rote Beete in Scheiben. Danach macht ihr die rote Beete in einen Topf mit Wasser und lasst das dann auch nochmal für 20 Minuten köcheln. Bevor ihr die Farbe benutzen könnt, müsst ihr sie dann erst noch durch ein Sieb gießen. Das gleiche machen wir auch mit der Kurkuma-Mischung. Für die Batiktechnik braucht ihr ein weißes T-Shirt aus Baumwolle, Kordel oder Gummis und eine Schere. Es gibt ganz viele verschiedene Batiktechniken, wir zeigen euch aber heute nur eine. Dafür schneidet ihr als erstes 3 Stücke von der Kordel ab. Dann könnt ihr anfangen mit der Technik. Dafür nehmt ihr das T-Shirt in der Mitte und dann dreht ihr es einfach in eine Richtung. Dann nehmt ihr euch ein Stück Kordel. Und bindet es schön feste zusammen. Dann müsst ihr gucken, dass die Kordel gut sitzt. Eventuell holt ihr euch noch Hilfe dazu, damit ihr das Ganze schön festmachen könnt. Im letzten Schritt müsst ihr jetzt noch die Farbe über das T-Shirt gießen. Da ist es dann wichtig, dass ihr das immer von beiden Seiten auch macht. Nachdem ihr die Farben dann so schön abwechselnd da drauf gegossen habt, müsst ihr es nur noch trocknen lassen und dann einmal einfach mit der Hand auswaschen. Und wenn ihr es dann in der Waschmaschine wascht, am besten erstmal alleine, falls doch noch Farbe abgeht.